Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zu einem weiteren Tag auf dem Mars hier bei Occupy Mars mit dem Mars-Hobby und diesmal ohne Stream Overlay. Nein, diesmal versuchen wir das Ganze im Vollbild, zwar nochmal unter Anpassung diverser Optionen und Einstellungen, aber ich hoffe zumindest, dass der qualitative Verlust dadurch nicht allzu hoch ist. Ne? Es war ja der Wunsch hier, dieses Stream Overlay ja nicht zu verwenden. Also ich versuche so das mir bestmögliche an Qualität dann mal hier in der Vollbildansicht zu liefern. Ja, was ist passiert? Es ist ein weiterer Tag vergangen. Wir haben hier an unserer Überlebenskapsel ja zuletzt Schluss gemacht. Es sind jetzt knapp 9 Tage her seit des letzten Patches. Es ist momentan noch keiner angekündigt, also deswegen mal abwarten. Ein Tag ist vergangen, habe ich gesagt. Ich habe einen Kommentar bekommen. Da ging es um den Einsatz des Detektors. Des Spektraldetektors, wo man damit wohl auch Tablets orten könnte. Das konnte ich nicht nachvollziehen. Ich habe es ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Dass die Base, die haben wir zuletzt gelootet. Ich habe an dem einen Tag die 2 Bases hier noch im Südosten jeweils gelootet, habe da 2 Tablets gefunden. Dann kam der Hinweis, ab und zu erscheinen hier auf der Karte ja diese Fragezeichen. Die sollen wohl auch ein Tablet symbolisieren oder dafür sorgen, dass hier irgendwo ein oder zumindest sagen, dass da ein Tablet ist in der Nähe. Ich kann mich erinnern, irgendwo hier vorne war, glaube ich, auch mal so ein Fragezeichen, aber das erscheint wohl nur, wenn man in unmittelbarer Nähe ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich diese Markierung hier. Das kann sein, dass das mal die Fragezeichenmarkierung war. Da war aber nichts, aber gut, dieses Fragezeichen hat ja auch nur einen Kreis beschrieben. Ja, ich kann mit dem Tablet oder mit dem Detektor Hinweise jetzt wenig anfangen, vielleicht könnte man diesen nochmal etwas konkretisieren. Ich habe ferner hier unser Survival Camp. Oh! Schwierig! Das war schlecht. Ich habe vergessen, den Helm aufzuziehen. Ja, also, was so eine Woche Vakanz doch ausmacht. Ne? Aber du hast ja gar keine Chance, irgendwas dagegen zu steuern, wenn du merkst, okay, der Helm ist unten, ne? Du hast dir keine Zeit, den Helm aufzuziehen. Ja, brutal. Okay, also, wir merken, wenn du eine Luftschleuse hast, die mit Strom versorgt ist, dann kannst du das Gate nicht aufmachen. Das wird verhindert hier bei der Überlebenskapsel. Ja, gibt es diesen Sicherungsmechanismus nicht. Wenn du da Scheiße baust, dann hast du Scheiße gebaut. Dann war das vermutlich dein letzter Fehler, so wie jetzt in diesem Fall. Ja, wahrscheinlich habe ich mich schon mal cleverer angestellt, zugegeben. Aber dann werden wir doch hier noch schnell den Helm aufziehen. Eieiei, das fängt ja gut an. Oh je. Das fängt gut an, ja. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau, ich habe hier noch ein bisschen gebaut. Und zwar habe ich hier unser Setup verändert. Wir hatten ja eine Batterie hier hingestellt und 2 Solarpanel für das Quad zum Laden. Und ich habe das Ganze jetzt erweitert. Ich habe nämlich 2 ECUs dazu gebaut. Also einmal die ECU, die hier den Strom aus den Solarzellen auffängt und in diese Batterie speist. Diese Batterie hier bespeist dann die ECU und an der ECU hängen 2 Ausgänge. Einmal unsere Überlebenskapsel und einmal das Quad mit jeweils 5 Kilowatt. Das heißt, wir haben einen maximalen Verbrauch von 10 Kilowatt in Summe. Es kommen aber 12 rein und die Batterie wird geladen. Also ne, es ist in Ordnung. Ich habe es relativ spät gebaut, deswegen ist jetzt die Batterie natürlich im ersten Cycle auch leer. Beziehungsweise hat sich tutti kompletti geleert. Aber das soll jetzt nicht unser Problem ist dann, wir haben so gut wie kein Stromkabel mehr. Genau, richtig. Muss ich auch wieder bauen. Und zu essen haben wir genug, meine ich. Ja, zu essen haben wir genug gefunden, klar. Aber mir geht jetzt auch der Platz aus, nachdem ich die 2 Bases da drüben noch gelootet habe. Meine Kisten sind fast voll. Ich habe nur noch einen Slot frei. Klar, da habe ich natürlich durch die Platinen, die ich hier verbaut habe mit den ECUs, habe ich hier ein kleines bisschen Platz gewonnen. Aber ne, die Kisten sind voll. Insgesamt Der zusätzliche Platz von 10 Einheiten, tja, der ist halt schnell weg. Ja, der ist schnell verballert. Water refilled. Aber das heißt für mich, wir haben hier jetzt ein überlebensfähiges Konzept. Ne?
wo man auch mal hin kann. Wir haben ja jetzt irgendwie 2,5 Kilometer nach Hause, genau, aber hier kannst du auf jeden Fall sicher übernachten. Du hast hier Strom, du hast hier Wasser, du hast jetzt aufgrund der Energieversorgung auch Sauerstoff. Alles prima, alles frisch. Also dieses, naja, Survival Camp nenne ich es jetzt einfach mal. Das kann man hier ohne Probleme für weitere Erkundungen benutzen. Asia Moons, da sind wir. Genau, ich habe übrigens gelesen, dass die Oberfläche hier, so dieses Szenario auf dem Mars, dass das wohl nachgebaut ist, und zwar, dass das der Echtheit nachgebaut ist. Also, dass das tatsächlich die Oberfläche und die Struktur und die Berge und die Landschaft, dass das 1:1 wie auf dem realen Mars wohl so ist. Das fand ich ja sehr spannend. Wie sie das wohl gemacht haben? Haben wir um den Mars auch so extreme Satelliten stationiert, dass wir da so eine akkurate Vermessung haben, oder was? Oder machen wir das von der Erde aus? Das weiß ich jetzt zu wenig. Klar, ich weiß, dass wir natürlich auch schon diverse Erkundungssonden in Richtung Mars geschickt haben. Wir hatten ja auch schon Mars-Fahrzeuge, ne, Curiosity so als Beispiel, oder auch Pathfinder. Ja, das sind natürlich, ja, aber das waren ja Bodenfahrzeuge, sage ich mal, diese Rover und so, ne? Die haben ja niemals den ganzen Mars vermessen. Das geht ja gar nicht. Aber dass wir hier eine ich sage jetzt mal, ja, ketzerische GPS-Vermessung vom Mars hätten, das wäre mir neu. Aber gut, ich habe es auch nicht so aktiv verfolgt. Also falls das so ist, wäre das eine tolle Sache. Und wenn das wirklich so die Marsoberfläche ist, was wir hier erleben, müssen wir natürlich die ganzen Bases hier mal ausblenden, die hier von der ERA hingestellt worden sind. Ne, die gibt es natürlich nicht. Aber dann ist es schon beeindruckend. Sehr beeindruckend. So, und hier ruckelt es mal wieder ganz geschmeidig. Klar, jetzt habe ich natürlich Vollbild zieht anders. Ja, jetzt hat er immer schon, wenn es nachgeladen hat, hat schon immer mal gerne geruckelt, aber jetzt ist gerade ganz extrem. Oh, da will ich nicht. Nein, bleib stehen. Da will ich so nicht runterfahren, oder? Ganz ehrlich. Das ist ein Himmelfahrtskommando hier. Naja, geht so. Kann ich da runterfahren? Naja, können schon. Die Frage ist, komme ich wieder hoch? Ich kann es mal probieren, aber ich glaube, das ist echt keine gute Idee. Ich versuch's mal. Und ja, Kedra hat mich draufgebracht. Witziges Detail hier mit dem... mit dem Rücklicht hinten. Oh, um Gottes Willen. Ah, zum Glück haben wir das Differential offen, ne? Die Bremsleuchten hinten, weil es könnte ja jemand hinter uns fahren, dass der nicht auffährt. Deswegen ist dieses Detail der Bremslichter schon sehr wichtig. Den fand ich sehr köstlich, den Kommentar. Vielen Dank dafür. Da ist eine Kuppel, zwei sogar. Schau an, vielleicht finden wir da irgendwie eine Blaupause für Kuppeln. Ja, wieso nicht? Nehmen wir doch gerne mit. Also, dann probiere ich das jetzt nochmal mit dem Detektor. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Also ich weiß, mit dem Detektor kannst du Wasserspots erkennen, da drüben zum Beispiel 647 Meter. Und du kannst mit dem Upgrade-Detektor Stufe 1, kannst du hier Gesteinsbrocken analysieren. Das haben wir ja auch schon gesehen. Genau. So, schwupp, Aluminium. Okay, gut. Aber dass der mir helfen soll hier bei den Tablets... Wäre mir echt neu. Oh, hier ist aber noch jede Menge Klump. Hier ist ein Fragezeichen. Was soll jetzt dieses Fragezeichen hier? Was soll mir das bringen? Ich habe, siehst doch, an jedem Punkt sind irgendwo Tablets versteckt oder sowas. Aber was sagt mir jetzt dieses Fragezeichen? Oder dieses Fragezeichen hier? Da ist auch nochmal ein Brunnenspot, okay. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Naja. So. Okay, dann machen wir mal unsere Oldschool-Erkundung. Oh, jede Menge Zeug zu flexen hier. Okay, da liegt eine Platine rechts. Ne, das sehe ich ja mit meinem Inspect-Modus. Hier, da ist eine Platine drin. Im Schrank ist eine Platine. Da liegt Elektronik. So, ich hole jetzt mal mein Dingens hier, aber... Nö.
Also, nö. Der zeigt halt mal gar nichts. Da ist nochmal Elektronik. Da, hier ist das Tablet. Das habe ich aber auch ohne den Detektor schon gesehen. Ne? Das liegt halt hier. Okay, ist dann Nummer 3. Ja, komm, wir sammeln von vorne ein. Also, lieber Kommentarschreiber, wenn du das nochmal präzisieren könntest, was du da gemeint hast mit dem Detektor, dann wäre ich dir sehr verbunden, weil ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Stahlplatte? Halt, nein, das wollen wir doch nicht. Hör auf mit dem Scheiß. Da ist eine Platine hier, genau. Kleine Platine. Elektronik, genau. Das da draußen ist das Quad, nicht wundern. Achso, dann kann ich eigentlich kommen. Ich weiß was, ich schmeiß die Platine gleich mal da raus. Dann haben wir den letzten Platz auch verbraucht. Da habe ich schon drei Tablets. Da wird doch wohl irgendwo die mittleren Solarzellen mal dabei sein, du. Na, einer hat einen Kommentar geschrieben, er ist irgendwie an Sol 40 und hat immer noch keine mittleren Solarzellen. Boah, mein Freund, ich leide mit dir, du, ganz ehrlich. Das ist dann schon heftig. Ich meine, wir sind jetzt bei Sol 24 und na, man merkt eigentlich, wie energiehungrig die ganze Sache ist und dass du da echt froh wärst, wenn du die mittleren Solarzellen hättest. Und na, er ist nochmal 20 Tage weiter. Boah, das, also, ne, ich möchte nicht wissen, wie dein Solarpark aussieht, wahrscheinlich zugestopft. Mit diesen ganzen kleinen Tablets. Tablets sage ich schon, mit diesen ganzen kleinen Solarpanels. Ja, das ist halt nur ein Fünftel von dem, was. Oder nee, stimmt gar nicht. Es ist nur ein Sechstel von dem, was eine mittlere Solarzelle bringt. Na, die bringt ja 30 ohne Bonus und die kleine bringt 5 ohne Bonus. Also, das ist halt dann schon übel. Da liegt nochmal was zum Essen, jawohl. Nehmen wir mit. Da liegt nochmal was zum Essen. Nehmen wir auch mit. Da liegt eine Tüte nix. Okay. Viel Müll. Und ein bisschen was zu essen. Okay, was haben wir hier? Da geht's nur raus. Ah, da ist noch Fugenmörtel. Wow, ein ganzer, cool. Das ist die nicht mehr ganz so. Optimale Kuppel, so ganz leicht luftdurchlässig, würde ich sagen, ist die. Aber nur ganz leicht. Also, das merkt man kaum. Wow, eine Stahlplatte. Ne, also, da bauen sie eine Kiste hin, wo ich eine Stahlplatte bekomme. Oder wo ein Fugenmörtel vor mir liegt. Muss ich mir denken, in der Zeit, wo ich eine Solarzelle flex, kriege ich deutlich mehr Klump raus als hier bei so einer Loot-Aktion. Naja, okay. Da liegt nochmal ein bisschen Klump. Das ist eine Glasplatte, jawohl. Und Platine. Man wird hier mit Platinen zugeschissen, gell? Jawohl, First Aid, hurra! Tja. Hier findest du gar nichts. Ich habe gedacht, dass du hier vielleicht mal irgendwie so einen neuen Seed bekommst oder sowas, ne? Für Bäume und sowas. Weil man, mit diesen Kuppeln kann man ja auch Bäume pflanzen. Aber da habe ich mich jetzt wohl ein bisschen getäuscht. Also, unser Loot-Glück war da dagegen. Naja, gut. Aber Eile mit Weile. Ich kann mich damit arrangieren. Vorausgesetzt natürlich, wir finden jetzt endlich erst einmal unsere Solarzellen, unsere mittleren. Dann kann ich das verschmerzen. Mal schauen, ob hier noch irgendwas rumliegt. Aber es sieht fast gar nicht so aus, ne? Nee. Aha. Ja gut, da sind noch kleine Solarzellen. Da ist noch mal. Das sind Tanks, oder? Hier. Ja, das ist Wasser. Methan und Sauerstoff. Tank. Das ist wieder was zum in die Luft sprengen. Feststofftriebwerk, genau. Herrlich. Flex weg, das Ding. Bäm. Einfach bloß so, ne? Schau mal, was du da jetzt rausgekriegt hast. 6 Aluminiumplatten, Schrauben, Rohr, Stahlplatte.
Da habe ich, wenn ich so ein Ding abbaue, deutlich mehr Ertrag, als wenn ich anfange, Kisten zu looten. Mit dem einzigen Unterschied, die Platinen kann ich halt nicht selber herstellen. Tja. Wobei ich mir da die Frage stelle, warum eigentlich nicht? Wenn ich mir an meinem 3D-Printer Kabel herstellen kann, komplette Geräte, wie zum Beispiel so ein Trennschleifer, einen Feuerlöscher und sonstiges, warum kann ich mir da dann nicht Platinen herstellen? Wo ist denn da der Unterschied? Na, ich kann mir zum Beispiel so einen Trennschleifer herstellen. Gar kein Problem. Aber warum kann ich mir keine Platine herstellen? Dreizehn Uhr schon wieder. Mei, oh mei. Okay, wir haben den Kilometer nach Hause. Das ist jetzt nicht so weit. Also naja, nach Hause. Also ihr wisst schon, in unser Basecamp Südwest. Ah, sehr gut. Okay. Wir könnten nicht... Oh, was haben wir hier? Newton. Da ist auch nochmal eine Base. Ist aber auch nochmal ein Stück weg, gell? Weißt du was? Da schauen wir auch nochmal hin. Ne? Halt, Moment. Name gelootet. Schreibe jetzt mal bloß, dass es gelootet ist, ne, weil es ist ein bisschen leicht angeflext, aber mehr auch nicht. Platz werde ich keinen mehr haben. Ja, kaum noch. Okay, aber dann fahren wir zumindest noch zu dem anderen Spot. In der Hoffnung, da vielleicht auch noch mal ein bisschen was abzugreifen. Ah, komm, wir fahren mal in die Richtung. Vielleicht klappt's ja. Ja, da können wir doch bestimmt schön hochfahren hier. Ja, da kann man ganz geschmeidig hochfahren. Da möchte ich bloß nicht mit 60 Sachen runterrauschen. Das wäre mir dann ein bisschen zu huckelig. Wenn man sieht, wie der Eimer hier wackelt. Mein Gott, Turbo Boost hier. Mhm, toll. Ah! Oh, okay, das war knapp. Da habe ich schon gedacht, das war es wieder. Aber wir haben ja genug Reparatursets dabei. Nee, nein, Haubi, nein, langsam. Okay. Nur weil man Reparatursets dabei hat, heißt das nicht, dass man sie auch benutzen muss. Also deswegen. Eile mit Weile. Da drüben ist wieder so in der Ferne. Über dem Helm sieht man jetzt so einen komischen Satellitenmasten. Oder naja, Antennenmasten, nicht Satellitenmasten. Irgendeine Messstation, aber da ist ja nichts. Zumindest haben wir da bisher noch nichts gefunden an diesen Spots. Da ist nochmal... Okay, oh, das ist unglaublich hier. Dieses zerklüftete Areal. Meter noch. Okay, ich glaube, das Schlimmste ist überstanden. Ja, sehr gut. Dann schauen wir da, dass wir auch noch ein bisschen rumlooten können. Der alte Looter hier. Okay, absteigen. Bin ich auf der Map jetzt irgendwas? Hier ist kein Fragezeichen, gell? Nee. Warte mal, ich nehme mal den Detektor raus. Oh, da drüben wäre Wasser. Okay. So, dann stecke ich den mal wieder weg. Habe ich jetzt ein Fragezeichen auf der Map? Nee, auch nicht.
Also, ich verstehe das mit den Fragezeichen nicht, ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht. Okay, was haben wir hier Schönes? Was zum Essen? Jawohl. Das ist eine Solarzelle. Da liegt eine Platine. Nochmal eine Solarzelle. Ja, das hier haben aber auch bloß wenig Strom gehabt hier, ne? Gerade mal 4 kleine Panels haben die. 20 Kilowatt, das reicht niemals für die Base hier. Allein die Schleusen fressen ja schon 10. Das reicht gar nicht. Die haben an jeder Seite Schleusen, ne? Ja, okay. Eine Schleuse frisst doch 2,5, glaube ich, ja. Oder 2,5. Ich meine 2,5 frisst eine Schleuse. Dann haben die eine Doppelschleuse, also 5 pro Seite. Dann frisst das Ding allein 20 Kilowatt, ne? Dann wären diese 4 Panels nur für die Schleusen. Geschweige denn von dem restlichen Gedöns, was da vielleicht noch drin ist. Was vielleicht auch Strom braucht. Dafür wäre gar keine Energie mehr da. Das sieht man am Tablet aus hier. Ja. Da ist nochmal eine Platine. Da ist nochmal eine Platine. Eieiei, da. Platini. Da wirst du richtig zugemüllt. Okay. Nochmal was zu essen. Nochmal eine Platine. Die ganzen Platinen, die brauche ich nie. Oder naja, nie ist das falsche Wort, aber ne? Ich habe so viel Klump. Ich brauche Schränke. Wir müssen nach Hause. Ich habe keinen Platz mehr. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Nur noch das, was ich vielleicht schon im Inventar habe, was und was stackt. Was so gnädig ist und stackt. Mehr geht nicht. Also eine Platine würde jetzt nicht mehr gehen. Was zu essen geht noch? Ist das alles unten? Eine große Platine kann ich nicht mitnehmen. Ja, geht nicht. Okay. Ja, ich lasse aber nichts da, ganz ehrlich. Ich schmeiße jetzt hier nichts weg. Dann bleibt die Platine hier. Pech. Schade. Kann ich ändern. Ist halt so. Also. Nehmen. Gelootet. Eine Big Platin ist noch da. Nur für den Fall, dass ich das mal wissen müsste, aber ich habe es zumindest dokumentiert. Okay. Ja, 16 Uhr. Ich würde sagen, wir düsen in Richtung Survival Base. Base Camp. Genau. Kann ich die Dinge noch schnell kaputt machen? Ey, wir brauchen den Rover. Ganz ehrlich. Wir brauchen den Rover. Der hat einfach viel mehr Platz. Ein Kilometer. Ja, komm, dann kann ich das Klump hier auch noch ein bisschen rumflexen. Was eigentlich mit unserer Base, also mit unserer Heimatbase, passiert, wenn wir so weit weg sind? Na, ich meine, Unwetter passieren ja immer in Spielernähe. Oder diese, ne, Events, sag ich mal. Ne, Tornado, Desert Storm, also Desert. Sandstorm meine ich natürlich.
Das passiert immer in der Nähe, wo das Spiel ist, weil ansonsten wäre es ja aber witzig, ne? Aber wachsen zum Beispiel unsere Pflanzen, wenn wir ewig weit weg sind? Wird die Batterie fleißig vollgeladen, wenn wir ewig weit weg sind? Das sind so Fragen. Also zum Beispiel in Project Zomboid ist es so, wenn du zu Hause eine Base hast und du hast einen Generator am Laufen von mir aus, ne, dann der verbraucht ja Benzin. Und der geht ja auch vom Zustand her irgendwann kaputt, wenn du den nicht regelmäßig reparierst. Und wenn du jetzt aber eine gewisse Entfernung zwischen der Base und dir zurückgelegt hast, wenn du jetzt, keine Ahnung, in eine andere Stadt fährst oder sowas zum Looten und da vielleicht eine Zwischenlagerstation machst oder sowas, also du ein gutes Stück weg bist von deiner Base, dann ist es so, dass da dann der Verbrauch und das ganze Klump gar nicht berechnet wird. Also da läuft theoretisch, läuft ein Generator bis in alle Ewigkeit, wenn da kein Spieler hinkommt und versorgt da alles mit Strom, ohne dass dir zum Beispiel die Lebensmittel im Kühlschrank kaputt gehen oder sonstiges, ne, weil die Kühlung ausfällt und sowas. Wie ist das hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Hoppala. Okay, da sind wir schon fast angekommen. Hier auf unserem Plateau da oben. Das Dach der Welt, genau. Mei, oh mei, sag mal. Der rutscht hier rum auf dem Mars. Der Rallye-Pilot. Die alte Rennsemmel hier. Oh, wird schon dunkel, ne? Sonne ist gleich weg. Dann hoffe ich mal, dass unsere Batterie gut geladen ist. Hoppala, ui. Jawohl. Quadweitsprung. Das wäre mal auch mal so eine olympische Disziplin, oder? Der Quadweitsprung. Könnte man mal drüber nachdenken. Okay. Noch knapp 10 Minuten. Dann ist die Sonne weg. Und dann gibt es keinen Saft mehr in unsere Solarpanel. Und wir haben dann auch keine Chance mehr, unseren Akku aufzuladen von unserem Anzug. Aber gut, da ist noch so viel drin, der hält bis morgen problemlos. Und dann müssen wir halt am nächsten Tag unseren Anzug an der Solarzelle aufladen. So, 2, 1 und dunkel. Genau. Eingestellt. Vorbei. Okay, wir haben 20% Energie verfahren bei unserem Quad. Da sind nur 80% drin. Was sagt der Akku? Der Akku sagt 85 Kilowattstunden. Wow, okay. Naja. Sollte auf jeden Fall 8 Stunden reichen. Dann ist am nächsten Morgen die Energie weg. Ja. Stecken wir unser Quad an zum Laden. Holen wir uns noch ein bisschen Wasser. Okay. Und dann geht's rein. Das sollte mittlerweile auch genug Sauerstoff sein. Der jetzt natürlich wieder... Ah ja, okay, das ist ein bisschen komisch. Ne? Das hier mit dem Sauerstoff. Gut, ich kann jetzt den Helm natürlich nicht abnehmen, weil ich gar keinen Platz habe, wo ich den Helm hin tun sollte. Schau mal, wir haben auch keine Rohre mehr aufnehmen können, weil unser Inventar so voll gemüllt ist. Unglaublich. Okay, aber ich kann die Sauerstoffflasche wechseln und kann die hier aufladen. Suit Power, 75%. Okay, ist aufgeladen, dann kann ich jetzt den Helm abnehmen, weil ich ja jetzt einen Platz habe. Oxygen source, external. External pressure dropping. Ja, ja. Okay. Tja, dann bleibt jetzt nur noch das tapfere Spielchen.
Surprise, surprise. Wir haben 4 Tablets und vielleicht finden wir jetzt endlich die mittleren Solarzellen. Drückt uns die Daumen. Ah, ja, mal schauen. Also, Tablet Nummer 1. Erweiterte Anschlüsse, aha. Erweiterte Anschlüsse. Toll. Toll. Das war das Erste. Gewächshaus. Toll. Super. Mhm. Na gut, wir haben noch 2. Immerhin Gewächshaus haben wir jetzt gefunden. So, drittes. Schnelleres Wachstum 2. Ich trau mich gar nicht. Heitere Fahne, das gibt's doch nicht. Eine mittlere Antenne. Das ist mir doch scheißegal. Ihr seid doch dieses böse Spiel. Aha, ja. 4 Tablets, weißt du? 4. Oh, ist das nervig, echt. Es ist unglaublich. Unglaublich. Brunnentanks. Methantank? Wassertank, ja, brauchen wir bestimmt auch. Materials. So, Mist, echt. Oh, Leute, ich habe mich so gefreut. Jetzt haben wir 4 Tablets gefunden und nix. Nix. Einfach nur nix. Naja, beim Spektraldetektor steht auch bloß, die chemische Zusammensetzung von Gestein kannst analysieren und du kannst noch Wasser suchen. Sonst geht da nichts. Also, kann ich nochmal den Hinweis mit, wie du das gemeint hast mit dem Detektor, ne? Einfach nochmal einen Kommentar schreiben, bitte. Rennschleifer 2, das haben wir doch schon gemacht, oder? Oder nee, den haben wir erst einmal. Oder haben wir den schon zweimal abgegradet? Ich weiß es nicht mehr. Presslufthammer, das können wir auf jeden Fall upgraden, wenn wir zu Hause sind. Ah, Leute, ey. 4 Punkte, 4 Elektrizitätspunkte. Nix. Nix. Automatische Panelreinigung, na toll. Da die blöde Antenne. Wofür brauche ich die scheiß Antenne eigentlich? Ja, die komische. Okay, ja, erhöhte Energiespeicherung, große Antenne. Ein Gerät zur Erweiterung der Reichweite des Tablets. Ah, okay, dafür ist das Ding da. Ja, dann sag das doch. Was haben wir hier? Schutz vor Kälte? Voller Schutz vor Kälte. Oh, dann kann man vielleicht auch nachts draußen rumeideln. Nochmal effizientere Module. Batteriedruck. Druck von Batterien. Ach, für den Anzug. Ah. Mhm. Kilopower. Ja gut, das ist dieser uranbetriebene Energieerzeuger, stimmt. Das ist der, der so strahlt. Ja, aber es nützt mir alles nichts, ne? Es ist. Ach. Näh. Es ärgert mich schon wieder. Das ist wieder so maximal ärgerlich. Aber gut. Leute, man kann es nicht ändern. Wir müssen auf jeden Fall nach Hause fahren am nächsten Tag und uns einfach mal ein bisschen ausmüllen. Alles andere. Alles andere macht keinen Sinn, denn wir sind voll bis oben hin. Also, Leute, trotzdem danke, trotz alles frustrierenden Lootens, genau nicht Ereignis, sondern trotz alles aller frustrierenden Looterei. Ja, würde ich sagen, der Haube geht jetzt pennen hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's das gut. Und Servus.